Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, willkommen zu einem neuen Video, heute mal wieder etwas anderes und zwar muss ich sagen, die Idee habe ich mir von dem guten Mirko geklaut, von Mirkos Kosmos, an dieser Stelle viele Grüße an dich. Der hatte, ich glaube, vor anderthalb oder zwei Wochen ein super Video, wo er einfach mal so seine Abo-Liste gezeigt hat und da dachte ich mir, hey, das ist eine gute Idee, weil eine Sache, ein großes Problem hat YouTube nämlich, das Entdecken von vielen kleineren Kanälen, die es vielleicht natürlich auch wert wären, gut zu gucken, weil sie guten Content bieten oder ähnliches. Und ich möchte euch einfach mal einen Einblick in die Kanäle bieten, die ich so ein bisschen abfeiere und gerne immer mal wieder schaue. Ja, grundsätzlich, wenn ihr auch einen YouTube-Kanal habt und nicht auf meiner Liste seid, seid mir nicht böse. Ihr seht, ich sehe gerade, ich habe über 60 Abo-Kanäle abonniert auf jeden Fall. Da kann ich einfach nicht jeden schauen. Und zwar jetzt noch nicht. Und wenn ich da jetzt noch mehr dazu nehme, ich habe so schon kaum Zeit zum normalen Spielen. Wenn man neben den normalen Videomachenden auch noch so viel YouTube konsumiert, das geht einfach nicht. Also seid mir bitte nicht böse. Auch viele von den Kanälen, die gucke ich jetzt auch nicht unbedingt regelmäßig, aber immer mal wieder rein. Ja, und ich würde sagen, wir schauen gleich einfach mal rein. Grundsätzlich habe ich zwei große Themenschwerpunkte. Einmal, oh, jetzt bin ich ja gegen das Mikrofon gekommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut für euch. Nämlich zu einem natürlich Videospiele, dadurch natürlich auch viele Retro-Spiele und Geschichte. Ja, und was ich noch als vorweg geben muss, es sind sehr, sehr viele englischsprachige Kanäle dabei, weil ich zum Glück einigermaßen gut Englisch verstehe und eigentlich hauptsächlich englischsprachige Kanäle konsumiere. Aber ich würde sagen, genug lange vorgeschnackt. Ich gehe einfach jetzt mal die ganzen Kanäle so ein bisschen mal durch, sag mal zwei, drei Sätze. Vielleicht ist das euch was für dich und ihr werdet auch mal dahin gelockt und lasst mal ein Abo da und entdeckt mal was für euch Neues. Und das finde ich so herrlich an YouTube, dass man sich auch gegenseitig mal ein bisschen vorstellt und unterstützt. Okay, hier sind natürlich jetzt viele Kanäle dabei, die sind so irgendwie mehrere Millionen groß und sowas. Die sind jetzt nicht gerade auf euch angewiesen, aber viele Deutsche. Aber ich komme wieder ins Labern, wie immer natürlich. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Und zwar von oben nach unten. Hier haben wir gleich Ahoy. Ja, der hat 1,3 Millionen Abonnenten, merke ich gerade. Wie ihr es vielleicht seht, wenn man hier auf Videos klickt, da kommen nicht alle, ja, da kommen wirklich so alle paar Monate ein Video. Aber dafür, wenn der ein Video rausholt, ist es auch ein englischsprachiger Kanal übrigens, sind die qualitativ sowas von derbst hochwertig. Er spricht das sehr schön, präsentiert das alles grafisch, hat verschiedene Themen, so meistens ja, Spiele mit Retro-Aspekt. Zum Beispiel kann ich euch hier das Secret of Monkey Island Video wärmstens ans Herz legen. Ihr merkt schon, es läuft eine Stunde und 13 Minuten oder 14 Minuten knapp. Und ihr werdet keine Minute gelangweilt sein. Wenn ihr einigermaßen gut Englisch verstehen könnt, schaltet da rein. Die sind wirklich perfekt, der spricht gut, das grafisch, alles wird alles präsentiert. Wie ich finde, alle paar Monate zwar ein Video, aber das Beste, was ihr auf YouTube auf jeden Fall habt. Dann habe ich als nächstes die Angry Jojo. Ja, die habe ich damals ja, etwas ausführlicher geschaut und zwar auch ein englischsprachiger Kanal. Vielleicht wird den einen oder anderen diese Angry Reviews von ihm bekannt sein. Die gucke ich jetzt immer zu, ab und zu gerne. Er hat das mittlerweile so ein bisschen ausgebaut, dass er jetzt auch Filme reviewt und so weiter. Boah, ich kriege das heute das englische Wort nicht irgendwie. Review. Ich nehme es nach einem langen 9-Stunden Arbeitstag auf, deswegen verzeiht mir, wenn ich mal ein bisschen etwas falsch ausspreche heute auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall schnappt er sich immer aktuelle Spiele und macht so eine halbe Stunde Test dazu. Immer so ein bisschen ja, auf lustig gemacht und wie wieder schon der Name sagt, Angry Joe, schon ein bisschen aggressiver und ein bisschen wütender. Auf jeden Fall kann man gerne mal reingucken, wie ihr seht, ich gucke immer mal wieder in die Tests rein, mittlerweile gucke ich die allerdings nicht mehr durch. Als nächstes haben wir Arch Warhammer, auch ein wunderbarer Kanal, auch englischsprachig, ist ein Finne und zwar liebe ich ja dieses Warhammer-Universum und dieser Typ hat sehr, sehr gute Lore-Videos, also für wen der Begriff Lore nicht unbedingt geläufig ist, Lore heißt im Prinzip, dass die so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erklärt wird und so weiter. Ja, auf jeden Fall hat er sehr, sehr viele Warhammer 40.000 und auch Warhammer Lore Videos und die sind alle herrlich. Er hat zwar noch ein bisschen andere Videos, die sehr politisch gefärbt sind. Das muss man mögen. Ich persönlich stehe jetzt da nicht so dahinter.
Aber wenn man das davon mal ein bisschen absieht, die normalen Warhammer-Videos finde ich auf jeden Fall klasse gemacht. Und ich gucke gerade mal, nehme ich auf? Ja, Entschuldigung, weil ihr das gerade seht. Ich nehme das hier so ein bisschen live auf und nicht, dass ich hier laber und laber und laber und den Aufnahme-Button vergessen habe. Deswegen musste ich gerade so ein bisschen rumprobieren. Das ging hier irgendwie alles nicht mit den Aufnehmen. Nur für euch quetsche ich das hinter meinen Feierabend, weil ich momentan nämlich relativ wenig Zeit habe, leider. Auf jeden Fall, wie gesagt, für die Warhammer-Lore-Videos, er spricht auch ein relativ gut verständliches Englisch auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen. Als nächstes, Astartes. Auch Warhammer bezogen, Warhammer 40.000. Und wie ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5 Videos gibt's. Ich komme schon wieder hier ran, ich sollte nicht so viel hier rumhantieren. Nicht sehr lang, aber das ist Hammer, sage ich euch. Das ist im Prinzip ein Fan-Video-Projekt, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau einen Space Marine-Film quasi machen. Also die Space Marines, das, wenn ihr mal Warhammer 40.000 gesehen habt, das sind diese mit dieser dicken Rüstung und so weiter, diese Super-Soldaten, sage ich mal, die immer präsentiert werden. Und davon gibt es auch nicht so wirklich irgendwelche guten Filme, Spiele natürlich und so weiter. Aber die haben richtig, richtig gute Serie gemacht bisher. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Braucht natürlich auch da wieder alle paar Monate, bis da ein neues Video kommt. Aber kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Guckt euch diese Filmschnipsel an. Hammer. Hammer. Bringt super das Gefühl einfach rein. Ja, kommen wir als nächstes zu dem Bitbandit. Ja, der ist auch ein deutscher YouTuber, wie ich sehe, 911 Abonnenten, da sind die 1000 auch nicht mehr weit. Mein Internet ist gerade sehr lahm, merke ich gerade. Irgendwie lädt er das hier sehr langsam. Hey, Dorf-Internet. Gucke ich immer mal wieder gerne rein und zwar vor allen Dingen mit seinen Top-Listen. Wie ihr seht, ich habe noch bei weitem nicht alle geguckt, Stichwort Zeit. Hier stellt er immer so Top 10 Plattformer und so weiter. Der hat sehr, sehr viele schöne Listen auf jeden Fall, wo man mit mal reingucken kann, wo sich mit schönen Titeln inspirieren lassen kann. Die feiere ich wirklich sehr, sehr gut ab. Auch hier zum Beispiel vergessene Spiele für Super Nintendo und so weiter. Schaut da mal rein. Soweit ich das mitbekommen habe, so ein bisschen halt Retro zwischendurch, so ein bisschen dasselbe Gebiet wie ich. Also eher so Super Nintendo, Gameboy Zeit und nicht danach. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Wie ich euch auch ans Herz legen kann, ist Christophs Man Cave. Grüße an dich an dieser Stelle. Wir sind ja auch so ein bisschen privat, ein bisschen mehr im Austausch. Wie ihr seht, auch ein kleiner YouTuber, macht noch nicht so lange, ist aber sehr, sehr durchaus zu empfehlen. Geht eher so meistens so eher in Richtung Fighting Games und Sammelleidenschaft natürlich. Also das übliche Spiele, Pickups, Turtles zum Beispiel ist da ganz groß dabei, also Actionfiguren und so weiter. Also ne, so typisch 80er, 90er Sammler-Nerds, wie wir alle sind. Schaut einfach da einfach mal rein. Ja, als nächsten Kanal, ich klappe das hier auch gerade mal auf, Cinemassacre. Werdet ihr, denke ich mal, die meisten von euch auch abonniert haben. Das ist im Prinzip die Heimat des Angry Video Game Nerds. Ja, und zwar, wie ihr seht, jede Folge gucke ich auch, ist natürlich auch eine gewisse Inspiration gewesen für meine Quälzig-Serie. Weil ich da einfach mal gesehen habe, okay, man kann auch Scheißspiele zu vielleicht etwas Unterhaltsamen machen. Ist natürlich auch Englisch für die Leute, die es nicht kennen, aber auf jeden Fall Pflichtprogramm. Ich gucke sogar mal ab und zu in diese Filmreviews rein, diese Monster Madness Reihe finde ich immer sehr, sehr interessant, die sie haben. So zu Oktober, Halloween Monat kommt dann jeden Tag quasi so ein kleines Review zu einem alten Horrorfilm und so weiter. Ist eigentlich so überhaupt nicht mein Genre, aber finde ich mal interessant, da immer mal reinzugucken, was es da alles so gibt auf jeden Fall. Als nächstes haben wir den LucasArts Sammler, auch an dieser Stelle Grüße an dich, falls du das gucken solltest. Auch hier kommt jetzt nicht ständig ein Video, aber kommen immer sehr schöne rein. Zum einen natürlich alleine wegen dem Namen sollte man den abonnieren. LucasArts, LucasArts Adventures, muss ich da mehr dazu sagen. Super, super auf jeden Fall. Macht auch hier sehr schöne Tutorials und Listen. Wie gesagt, kommt natürlich jetzt für alle paar Wochen mal ein Video, aber durchaus auf jeden Fall auch empfehlenswert. Dann kommen wir zum nächsten, zum MZ. Ja, der Gute war ja ein Kollege bei dem letzten Retro-Battle. Auch ein sehr sympathischer Dude. Geht auch eher so in Richtung Flohmarkt-Videos, eher so Pickups und so weiter. Auch ihn kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, auf jeden Fall. Wir haben uns ja auch letztens in Düsseldorf sogar mal endlich mal persönlich kennengelernt. Grüße an dich an dieser Stelle. Als nächstes, auch den werdet ihr wahrscheinlich den meistens abonniert haben,
Finchis Welt, ich sehe gerade 10.300 Abonnenten hast du mittlerweile wohlverdient, mein Guter. Ja, du hast mir ja zum Beispiel auch mal einen Shoutout gegeben und dadurch habe ich mal ein paar Abonnenten bekommen und so weiter. Einfach ein super sympathischer Typ, der das natürlich auch schon längere Zeit macht, wie man in den Abozahlen sieht auf jeden Fall. Ja, auch hier wieder Schwerpunkt Sammlung und so weiter, wobei der Fokus nicht unbedingt so auf den Retro-Kram liegt, sondern auch so auf modern. Aber wie gesagt, die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich kennen und auch lieben natürlich. So, ihr werdet wahrscheinlich die meisten die Leute nicht erkennen. Ich gucke da auch leider nicht so oft rein, wie ich gerne würde. Mein Gott, das Labern heute, Panda, das hast du wirklich drauf, würde ich sagen. 155 Abonnenten sind für die Jungs auf jeden Fall viel zu wenig. Die sind halt, wie ihr seht, unterwegs, machen aber auch viele, viele schöne Spielvideos, wo sie sich einfach mal so ein Spiel schnappen und das ein bisschen spielen. Wie ihr seht, letztens hier Legend of Zelda, Oracle of Seasons. Kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Und wirklich 155 Abonnenten sind für die Jungs viel zu wenig. Aber hier, wie gesagt, der Fokus hier liegt eher so auf Retro-Let's Plays auf jeden Fall. Dann kommen wir zum nächsten amerikanischen Kanal. Auch hier 224.000 Abonnenten haben die erst. Ha! Gameshack war so einer meiner ersten Berührungspunkte, was Sachen Retro auf YouTube angeht. Die haben sehr, sehr schöne Videos, wo sie sich ein Thema nehmen und eine halbe Stunde so ein paar Spiele zu diesem Thema vorstellen. Meistens so pro Spiel, sagen wir mal, 5 Minuten oder ähnliches. Die waren mal früher zu zweit. Der Dave, der ist leider mittlerweile gegangen, was schade ist, aber der Joe, der macht das auf jeden Fall noch gut weiter. Sehr, sehr schön zu gucken. Kommt immer alle 2 Wochen sonntags ein Video. Kann man immer sehr, sehr schön gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier haben sie zum Beispiel moderne Zubehöre für Retro-Konsolen oder hier zum Beispiel neue gegen alte Konsolen, Prototyp gegen das, was herausgekommen ist und so weiter. Sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Ja, als nächstes habe ich hier GameStar abonniert. Die meisten werden es kennen. Das größte PC-Spiele-Magazin, was so auf dem Markt ist, haben natürlich jetzt Printmagazinen schon lange, lange, lange nicht mehr den ganz großen Ruf, wie sie mittlerweile haben. Aber was jetzt so an News und so weiter geht, ich gucke da auch bei weitem nicht alles, auch mal so einen Test zu einem neuen Spiel und so weiter, gucke ich mir da eigentlich mal ganz gerne an. Als nächstes haben wir den Gaming Historian. Das ist wirklich ein super, super Kanal, auch englischsprachig, aber der macht auf einem relativ hohen Niveau, macht er quasi so eine Art Mini-Dokumentation über unsere Retro-Spiele, wie hier zum Beispiel, hat er letztens zum Beispiel hier so ein Add-on vorgestellt, was in Japan rauskam, für den Game Boy, so als Fischsonar. Verrückt. Oder natürlich hier Link's Awakening hat er hier was gemacht und so weiter. Sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr qualitativ, hochwertig, kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen und auch sein Englisch ist gut verständlich. Also das ist mir beim Englischen immer sehr, sehr wichtig, dass man das gut auch als nicht nativer Englischsprachiger gut verstehen kann. Also das heißt, dass sie keinen großen Dialekt oder Akzent haben, wo man immer so jedes zweite Wort so, hä, was meint der eigentlich, sie sich fragt. Sehr zu empfehlen. Was ich jetzt letztes entdeckt habe, ist Hazel on Thomas. Ja, hier hat er das Thumbnail nicht ganz neu geladen. Wie gesagt, mein Internet ist aus irgendeinem Grund sehr lahm. Keine Ahnung, ob er gerade ein Update nebenbei lädt oder sonst was. Ja, manche kennen ja die Comedian-Frau, Comediane, wie nennt man sich das? Also den Comedian Hazel Bruckner, das ist diese Schweizerische, die hat so einen sehr, sehr trockenen Humor. Und die machen einmal in der, hat mit ihren Freund ist das, glaube ich, macht einmal in der Woche so an Deutschland, was geht. Das heißt, sie sind in irgendeiner Stadt unterwegs und machen da so ein bisschen quasi einen Besuch und gucken, was da geht, irgendeine bestimmte Veranstaltung oder ähnliches. Wie zum Beispiel hier in der Bonbon-Manufaktur Bremen und so weiter. Was ich bei denen aber sehr, sehr sympathisch finde, ist, das dauert immer nicht lange. Die gehen auch manchmal so zu Freak-Veranstaltungen, wo man jetzt auf den ersten Blick, keine Ahnung, Taubenzüchterverein, wofür man, dann denkt man schon, oh, Comedian, da werden sie wahrscheinlich da alle vorgeführt werden. So ist das aber zum Glück leider nicht. Die machen das immer eigentlich machen schon so ein bisschen witzig natürlich, aber halt mit Respekt mit den Leuten, mit denen sie da umgehen. Und das ist mir wichtig. Die werden da nicht in die Pfanne gehauen, sondern das ist einfach so ein Erlebnisbericht und da wird halt mal gezeigt, was es so gibt. Was ich nicht schlecht finde auf jeden Fall. Dann haben wir den Held der Steine. Der war ja vor letzter Zeit ja
durchaus in den Medien, weil er sich so ein bisschen mit Lego angelegt hat. Ja, ist ein Lego-Kanal. Ich sammle Lego überhaupt nicht. Bin da gar nicht so auf den Laufenden, aber ich habe den auch schon vor dem Skandal so ein bisschen für mich entdeckt, weil ich das einfach faszinierend finde. Der hat so eine sympathische, freundliche Art. Da habe ich mir natürlich auch so ein bisschen versucht, ein bisschen was für mich abzugucken, weil der ist so ein grundpositiver Mensch und sowas versuche ich auch ein bisschen rüberzubringen. Und einfach mal so ein bisschen den beim Quatschen und Vorstellen von irgendwelchen Lego-Modellen zuzuschauen, das ist entspannender, als ihr denkt. So, dann haben wir als nächstes History Buffs. Habe ich auch lange nicht mehr geschaut. Ist auch ein englischsprachiger Geschichtskanal. Und zwar ist das so, dass der sich irgendwelche Filme, die irgendwie in irgendein historischen Setting spielen, nimmt und die dann quasi auf ihre historische Echtheit oder ja, Genauigkeit, Echtheit ist vielleicht der falsche Begriff, auf die Genauigkeit dann quasi testet und guckt, hier, so war es wirklich, so wird es im Film dargestellt. Ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Natürlich nicht für jeden, was eher so für die Nerds unter uns auf jeden Fall. Als nächstes haben wir den guten Hoodie-Nerd. Ja, wir haben uns ja schon ein paar Mal gesehen, zum Glück. Er hat jetzt letztens sein 10-jähriges Jubiläum auf YouTube gefeiert. Glückwunsch an dich an dieser Stelle. Macht mal diesmal das, wenn ihr mal so seht. Er hat zum Beispiel auch einen Mobile-Mittwoch, wo er einfach so ein paar mobile Spiele mal anspielt und vorstellt. Finde ich einfach sehr schön, sehr, sehr sympathischer Typ, der auch immer sehr, sehr faire Preise auf den Börsen macht, auf jeden Fall. Dann habe ich den Internet-Historian. Irgendwie so für Pille-Palle-Meme-Unterhaltung ist der klasse. Auch englischsprachig, der einfach mal so ein paar bescheuerte Sachen von Reddit oder von 4chan und sowas mal vorstellt. Das ist mal ganz nett, mal so aus der Außenperspektive mal so reinzugucken und so. Man muss sich ja auch mal ein bisschen primitiv unterhalten lassen, auf jeden Fall. Als nächstes haben wir It's History. Auch die haben leider lange kein Video mehr gemacht. Und zwar, zu dem kommen wir gleich noch, der Indie Nidale ist das, macht das. Beziehungsweise nicht er und sein Team, natürlich eher so ein bisschen der Moderator ein bisschen erklärt. Das ist auch ein englischsprachiger Geschichtskanal. Da nehmen sie sich halt so ein paar kleine Begebenheiten, ihr seht, die Videos gehen so 3-4 Minuten lang und erklären die so ein bisschen. Finde ich sehr, sehr unterhaltsam gemacht auf jeden Fall. Als nächstes haben wir den Jeremy Parrish, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Der haut, glaube ich, einmal die Woche ein Video raus oder ähnliches, auch englischsprachig. Der nimmt sich immer so ein Gameboy-Spiel oder irgendein Retro-Spiel hier, wie man sieht, wir haben hier auch Virtual Boy-Spiele und so weiter. Der nimmt sich quasi eine gesamte Bibliothek von einer Konsole vor und stellt Spiel für Spiel vor. Und zwar in einem sehr, sehr gut recherchierten und sehr, sehr ruhigen Ton. Ich mache eher so kurz Tests, sage ich mal. Aber er stellt auch so ein bisschen die Hintergründe des Spieles vor und so weiter. Sehr, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Ja, als nächstes haben wir Jim Sterling. Ja, den gucke ich vor allen Dingen wegen der Jimquisition. Auch der ist natürlich so ein Typ, mit dem muss man klarkommen. Der hat so sein eigenes Stil, auch englischsprachig übrigens. Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt viel hören, dieses englischsprachig. Aber wie am Anfang angekündigt, englischsprachig gucke ich eigentlich sehr, sehr viel. Da spricht er so ein bisschen so die Missstände in der Game-Industrie immer an. Den Rest gucke ich eigentlich nicht, aber ich sehe gerade, er hat ein Witcher 3-Video für die Switch gemacht. Das will ich mir mal später angucken, weil das interessiert mich auch auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall. Als nächstes haben wir denn den guten Kurojin. Wir sind ja zum Glück mittlerweile auch befreundet. Finde ich sehr, sehr schön. Haben schon einige Börsen unsicher gemacht und sind natürlich auch im privaten Austausch. Auch ihn würde ich euch wirklich empfehlen. Och, das Pickup-Video muss ich gleich nur angucken, sehe ich gerade. Auch auf die später Ansehenliste. Die ist immer sehr voll und ich versuche die immer zeitnah abzuarbeiten. Sehr, sehr sympathischer Kerl auf jeden Fall. Und der, ich weiß nicht, wenn das Video heute rauskommt, ich weiß, ob er das schon hat oder nicht, der will es nämlich auch mit Reviews anfangen, so wie ich ähnlich. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Der erste Titel war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ein zeitloser Gameboy-Klassiker. Und ich weiß, dass er schon sehr aufgeregt ist, wie das ankommt, aber kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen, den guten Kurojin. Bald zu den 300 ist es ja auch nicht mehr. Guckt mal bei ihm vorbei. Ansonsten macht er halt viel Pickups und so weiter, ein paar Livestreams auch hier und da mal. So, und als nächstes haben wir den AGR, Lazy Games Reviews. Und ich muss mir hier mal nebenbei meine Wasserflasche aufmachen, sage ich euch. Das ganze Labern hier, eieiei. Und zwar ist das ein sehr, sehr sympathischer amerikanischer YouTuber, der so voll auf Retro-Computer
abgeht und Spiele vorstellt und hier und da. Und weil ich ja so wohlige Erinnerungen an meinen 386er habe, ist das immer mein Go-To, wenn ich da irgendwas super unterhalten werden will. Hat auch hier Super Thrifts Video. Wie ihr seht, da geht da einfach mal so ein paar... Goodwill-Läden heißen die in Amerika, das sind ja so wo jeder so ein bisschen was hinbringen kann, ne? So quasi Flohmarkt als Laden, sage ich mal. Na, okay, es ist vielleicht der falsche Vergleich, aber ihr wisst schon, was ich meine wahrscheinlich. Mir fallen jetzt gerade die richtigen Worte nicht ein. Hat hier viele Spiele-Reviews von alten DOS-Spielen und so weiter, sehe ich mir sehr, sehr gerne an. Hat eine sehr, sehr angenehm, ruhige Art auf jeden Fall und ich muss jetzt gerade mal ein Schluck Wasser trinken. Weil ich das Video nämlich fertig kriegen will, versuche ich das nämlich jetzt in einen Take aufzunehmen. Das heißt, keine großen Schnitte und ähnliches, aber ihr kennt das ja bei mir. Labern kann ich ja. So, als nächstes, vielleicht mein Lieblingskanal, Lindy Beige. Das ist ein englischer YouTuber. Ach, Segert, kurz vor den 1 Million Abonnenten hat der Junge auf jeden Fall verdient. Und ich sag euch, der kann erzählen. Also wie ihr seht, sind das so meistens geschichtliche Themen, aber auch so viel so ein bisschen Militär, Psychologie und so weiter, was sehr, sehr interessant ist. Ein bisschen auch so zu Waffen und so weiter, Alpen. Der kann super erzählen. Das ist ein begnadeter Rhetoriker und Redner. Also da hier teilweise sind da Videos über eine Stunde lang und man hängt denen an den Lippen, weil der einfach das so toll erzählen kann und erklären kann. Wenn ihr so ein bisschen Geschichte interessiert seid und gut Englisch versteht, kann ich euch den Kanal definitiv empfehlen. Guckt da mal vorbei. Als nächstes haben wir Linus Tech Tips. Ja, das dürfen die meisten bekannt sein. So ein bisschen gucke ich das so ein bisschen ab und zu mal. Die hauen täglich ein Video rein zu irgendwelchen neuen technischen Sachen, wie hier natürlich viele Computertests und so weiter. Neue Handys testen sie und so weiter. Auch Englisch kommen aus Kanada. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Haben wir als nächstes MyLab. Ja, super, super auf jeden Fall, wenn man sich so ein bisschen mal weiterbilden will. Das ist eine sehr sympathische junge Dame, Professor in der Chemie ist die. Und die stellt so ein bisschen wissenschaftliche Sachen ein bisschen dar, erklärt die und so weiter. Und zwar so, dass man es auch relativ gut versteht. Finde ich sehr, sehr interessant. Die nimmt sich immer so bestimmte Themen raus und erklärt die so gut, wie zum Beispiel hier den Placebo-Effekt und so weiter. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr sympathische Frau und kann ich euch nur empfehlen. Da sieht man mal, dass bei diesem Funkangebot von den Öffentlich-Rechtlichen auch durchaus mal was Vernünftiges drin ist. Noch eine sympathische Frau, die Maren. Auch wir haben uns ja mittlerweile angefreundet, sehen uns mal öfter auf einer Börse, sind auch im privaten Austausch. Sehr, sehr sympathische Frau, hat einen sehr, sehr schönen Kanal, macht meistens Pickups oder, wie ihr seht, auch hier Unboxing von Lootboxen. Mensch. Ich laber mich hier noch um Kragen. was ich auch sehr, sehr schön finde, hat sie zum Beispiel hier, die hat jetzt Days Gone durchgespielt. So. Und hat dazu ein Video gemacht, wo sie ein bisschen ihre Eindrücke geschildert hat. Fand ich sehr, sehr, sehr schön. Und größten Respekt habe ich bei ihr, weil sie nämlich alles mit dem Handy macht. Wow. Ich sag euch, super, super. Dann haben wir als nächstes Mark Feltham Productions. Ja, und zwar ist das nämlich ein, auf jeden Fall, wo genau der herkommt, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall ein englischsprachiger Geschichtsprofessor, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der halt sehr, sehr interessante Videos macht, meistens über den Zweiten Weltkrieg. Und hier zum Beispiel aber im Detail halt. Ne? Zum Beispiel hier, wie der Reichstag 1945 wirklich angegriffen wurde, wie die Taktiken waren, wie es verteidigt wurde und so weiter. Und das finde ich schon mal sehr interessant, so mal in 10 Minuten so auch in die Detailtiefe dieser Militärtaktiken und wie das alles abgelaufen ist, reinzugehen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dann haben wir als nächstes Metal Jesus Rocks. Es sind nicht mehr viele. Es sind nicht mehr viele. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, trotz meiner Versprecher heute. Ja, auch das war einer der ersten YouTuber, zu dem ich gestoßen bin, wo ich gesehen habe, boah, es gibt Leute, die so Retro-Kram sammeln. Super. Auch englischsprachig, macht viel Pickups. Obwohl, Pickups macht er nicht so viele. Da macht er immer so regelmäßig Hidden Gems-Video, wo er einfach mal so ein paar Spiele grob vorstellt. Und das ist immer eine super Inspiration auf jeden Fall. Nach dem Motto, hey, das wäre auch was für mich oder ähnliches, ne? Denn der angesprochene Mirko von Mirkos Kosmos, von dem ich auch die, wie ihr seht, die prima Videoidee geklaut habe auf jeden Fall.
Der hat immer sehr, sehr schöne Videos, super Podcast, macht viele Unboxings, macht immer so ein bisschen so Talk-Videos. Wobei ich sagen muss, für mich persönlich sind manche leider immer so ein bisschen zu lang, so 2 Stunden Laber-Alarm-Videos oder sowas. Ach, die sind für mich etwas zu lang. Ich habe doch keine Zeit, Mirko. Aber super Kanal, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Geht vorbei. Dann kommen wir als nächstes zu dem guten Mitron. Ja, der macht leider eine YouTube-Pause. Wir haben uns auch schon auf ein paar Börsen auf jeden Fall gesehen. Da kommen jetzt momentan keine neuen Videos. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt wohl neue kommen. Kann ich euch leider nicht zu sagen. Hat aber sehr, sehr schöne Pickup-Videos und sowas immer gemacht. Kommen wir zum nächsten. Neo Magazin Royal. Ja, der Böhmermann, ich mag ihn irgendwie. Ich finde dieses letzte Video zur Coin Master sehr, sehr schön. Also guck auch da bei weitem nicht alles, aber mal so ab und zu, mal so 10 Minuten oder so Unterhaltung, finde ich immer sehr, sehr schön. Muss man natürlich auch mögen oder nicht. Dann kommen wir zum NES-Kommando. Sehr sympathische Dudes auf jeden Fall. Mittlerweile sind die ja wirklich ein Brett bei YouTube vor dem Herrn. Super, super hohes Produktionsniveau. So, Niveau, genau. machen viele Streams, machen vieles auch jetzt zu modernen Spielen. Also nicht nur NES. Die haben angefangen, glaube ich, mit nur NES-Spielen, haben sich aber ein bisschen so an Pixel-Indie-Spiele und so weiter weiterentwickelt. Die meisten von euch werden sie auf jeden Fall kennen. Dann kommen wir zu Noob vom UA. Ja, ich bin ja großer, begeisterter Dota 2 Spieler und der macht immer so super Zusammenfassungen von Spielen aus der Profi-Szene, die einfach so, sagen wir mal, eine Stunde Spiel oder sowas mal so auf 20 Minuten auf die Highlights runter reduziert und so weiter. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Dann kommen wir als nächstes zu Orbit. Auch drei sehr sympathische Leute. Wie ich sehe, haben sie leider lange nichts mehr gemacht. Ich habe auch lange da nichts mehr gesehen. Ha, was da jetzt genau dran liegt, ob sie jetzt aufgehört haben oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber einer hieß nämlich auch von den Henning und hatte einen epischen Bart. Fand ich super. Ah, ja, Jungs, mach mal ein neues Video hier, würde ich sagen. Ne? Dann haben wir als nächstes Pat the NES Punk. Und ich muss schon wieder ein Wasser trinken. Ich merke gerade, hier durchzulabern, das ist nicht gut für mich. Ja, und zwar auch der war einer meiner ersten Bezugspunkte, was jetzt Retro-Sammeln angeht. Auch der haben Leute gespaltene Meinungen natürlich. Hat einen Podcast, den ich immer mal wieder höre, wo er mit seinem Kumpel Ian auch so aktuelle Themen, was so auf der Retro-Szene, sage ich mal, hochkommt, irgendwie, wenn hier eine neue Klonkonsole angekündigt ist und so weiter, das besprechen die. Und das finde ich immer auch schon mal ganz sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, als nächstes haben wir dann den Perudor, auch ein Mitstreiter des guten Retro-Battles, macht eine Pause. Da weiß ich jetzt gerade nicht, ob er wiederkommt oder nicht. Er macht aber sehr, sehr schön viele Let's Plays zu alten Spielen auf jeden Fall. Auch ihn könnt ihr auch gerne mal besuchen auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes den guten Pixel-Ami oder Ami. Ich weiß gar nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Wie ihr seht, macht er sehr viele Flohmarkt-Videos, aber auch ihr werdet ihn die meisten wahrscheinlich definitiv kennen. Ich durfte ihn jetzt letztens auf der Pixelbörse in Düsseldorf kennen und ein super sympathischer Typ. Macht halt hier so vor allen Dingen Flohmarkt-Videos und natürlich auch so ein bisschen Livestreams und so weiter von der Xbox, von normalen, von neuen Sachen auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten und zwar von den Pixel-Pub-Pals. Die sind relativ neu auf jeden Fall. Wollte ich gerade sagen, wenn er das hier endlich mal laden würde, würde man das auch sehen. Ihr seht 48 Abonnenten und das ist definitiv zu wenig, das sage ich euch auf jeden Fall. Machen sehr, sehr viel schöne themenbezogene Videos, wie ihr seht, Joy-Con-Reparatur unter 5 Euro, diese Physical Releases braucht die Switch, was ich auch sehr, sehr gut finde, weil die Switch ist für mich immer ein Physical Release-System auf jeden Fall. Sehr sympathische Jungs, schaut da mal vorbei. Dann haben wir als nächstes Potential History. Ja, das ist so ein bisschen, wie ihr hier vielleicht so am Banner schon seht, so ein bisschen Geschichte mit Memes verknüpft. Also auch so ein bisschen spaßig und so weiter. Muss man den Stil mögen? Ich finde es mal ab und zu ganz lustig, muss ich sagen. Auch englischsprachig natürlich. Dann kommen wir zum Redeemer. Muss ich zu Redeemer echt was sagen, ihr werdet ihn alle kennen, super Flohmarkt-Videos, super Pickup-Videos und so weiter. Kann ich euch wirklich nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Dann kommen wir als nächstes zu Retro-Camp-Krempel und wenn er das jetzt hier mal laden würde, ey, mein Internet ist heute echt lahm ohne Ende. Auch hier sehr, sehr schöne
Roadtrip-Videos und so weiter. Und spontane Reviews sind auch super immer. Kann ich euch wirklich sehr, sehr wärmstens ans Herz legen. Super sympathische Leute auf jeden Fall. Dann kommen wir als nächstes zum Retro-Sandy. Ja, die hat auch seit längerer Zeit kein Video mehr gemacht. Ich weiß gar nicht wieso, aber auch eine sehr, sehr sympathische und liebe auf jeden Fall. Ich bin mir gerade unsicher, ob wir uns auf der Börse Montabaur gesehen haben oder ob ich das falsch im Kopf habe. Ich bin mir echt nicht sicher gerade. Aber hey, auf jeden Fall, ne? Pickup-Börsen-Videos auch viele und natürlich auch so ein bisschen so Meinungsvideos, sage ich mal. So ein bestimmtes Thema, wo man einfach mal seine Meinung sagt. Denn zu meinem Kumpel Retro Joe, wir haben schon viel gemacht auf jeden Fall. Besucht ihn, ich sehe gerade 500 Abos sind nicht mehr weit. Besucht den guten mal. Ja, macht viele kurz angespielt Videos, Vlogs, mal ein paar Themenvideos und so weiter. Natürlich auch Pickups sind dabei. Also so ein bisschen so das Übliche, was man so als Retro-Game-YouTuber macht, sage ich mal. Super sympathischer Typ. Ich kann ich wirklich mittlerweile einen Freund nennen und das finde ich einfach fantastisch. Viele Grüße an dich und du hast wirklich mehr Abonnenten verdient auf jeden Fall. Kommen wir zu den Jungs von Retro-Tastisch. Ja, auch euch habe ich ja endlich in Düsseldorf jetzt endlich mal kennengelernt auf der Pixelbörse. Auch ein sehr, sehr sympathischer Kanal, 375 Abonnenten sind zu wenig, machen meistens natürlich retro-bezogene Sachen auf jeden Fall. Wie ihr seht, auch hier auch mal so einen Test von irgendwelchen Systemen, hier wie das Super Retro Trio 3 Plus. Natürlich hier auch so ein paar Lego-Aufbausachen haben sie es mittlerweile drin. Machen thematisch jedenfalls sehr interessante Videos und auch Tests zu alten Spielen. Und natürlich auch das Übliche, ne, hier Retro-Börsenbesuche und so weiter, was wir eigentlich irgendwie alle machen, ne? Dann kommen wir als nächstes zu Sabaton History. Englischsprachig, hier natürlich auch beteiligt, dieser vorhin genannte Indie Nidale. Und zwar kennt ihr vielleicht die Metal-Band Sabaton. Die machen ja Metal-Lieder zu irgendwelchen Schlachten oder ähnliches, historischen Schlachten, die es wirklich gab, da machen die Lieder. Und dieser YouTube-Kanal, die haben sich mit dieser Band zusammengetan. Die machen quasi, das sind nochmal ein bisschen so erklären, was hinter diesem Lied steht, wie zum Beispiel diese Schlacht gelaufen ist, was die Herausforderungen waren und so weiter. Sehr, sehr interessante Herangehensweise auf jeden Fall. Als nächstes der gute Sarobe mit dem epischen Bart auf jeden Fall. Auch sehr, sehr sympathischer Dude. Wir haben uns ja bisher einmal gesehen und zwar auf der RetroCon in Wissen. Haben wir uns super, super unterhalten, war sehr sympathisch mit dir. Auch du machst natürlich hier normale Pickups-Videos, Vlogs und so weiter. Auch ihn auf jeden Fall besuchen und ein Abo dalassen, wobei das geht eigentlich bei allen, die ich hier nenne auf jeden Fall. Kommen wir zu Skola Gladiatora und ich sehe gerade, es sind nicht mehr viele. Und ich brauche wirklich gleich was zu essen auf jeden Fall. Das ist anstrengender so durchzulabern, als ihr denkt auf jeden Fall. Ja, und zwar auch geht das so ein bisschen in die historische Richtung. Und zwar ist der Typ ein HEMA-Instructor. Also HEMA, also H-E-M-A geschrieben. Falls ihr das nicht kennt, das ist übersetzt, oder nicht übersetzt, aber steht für Historical European Martial Arts. Das heißt im Prinzip, das ist Schwertkampf europäischer Kampfsport, Schwertkampf und so weiter. Wir nehmen sich quasi diese Fechtbücher aus dem Mittelalter und versuchen das natürlich jetzt so möglichst genau zu rekonstruieren. Da gibt es natürlich so ein paar Sachen, die in den Büchern nicht genau dargestellt werden, wo man so ein bisschen überlegen muss, hey, so ist es wahrscheinlich am sinnvollsten. Und das kann man, diese Fechttechnik und sowas, die kann man heutzutage noch lernen. Und der macht halt viele Sachen zu HEMA zum Beispiel und natürlich auch, wie ihr zum Beispiel seht hier, dass das halt zum Beispiel auf Game of Thrones sich als eine Kampfszene raussucht und das quasi aus so einer HEMA-Richtung beurteilt und so weiter. Sehr, sehr sympathisch auf jeden Fall. Und sympathisch, ich glaube, wir müssen so ein Buzzer einbauen. Sympathisch, ding, 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 ding. Der gute Waldemar von Schroffgezockt. Er war, ich glaube, mein erster Kontakt zur deutschen Retro-Game-Szene, wenn man das so irgendwie bezeichnen will. Sehr, sehr sympathisch, ist ein super, super Typ auf jeden Fall. Ich denke mal, die meisten werden ihn eh abonniert haben und wenn nicht, dann macht das mal. Ich hatte die Ehre, ihn, glaube ich, zweimal zu treffen, jeweils in der Pixelbörse in Düsseldorf. Dieses Mal in Oberhausen, wo er sein wird. Da werde ich leider nicht da sein, weil ich da im Urlaub bin. Aber auf jeden Fall auf dem Klo angezockt und so weiter. Legendär auf jeden Fall.
Als nächstes haben wir Screaming Pixel, meine Lieblingsösterreicher, nenne ich sie immer. An dieser Stelle viele Grüße auf jeden Fall. Ja, das ist eine österreichische Webseite zu Videospielen, die natürlich verschiedenes abdecken und so weiter, machen aber auch sehr, sehr, sehr schöne Videos hier auf jeden Fall. Wie zum Beispiel hier die FMV Games und so. Sehr, sehr gut produziert und dafür finde ich diese Aufrufe, sehe ich gerade, und auch die Abonnentenanzahl erschreckend wenig. Dann haben wir als nächstes Simple History. Ja, auch hier wieder ein englischsprachiger Geschichtskanal. Wie ihr seht, meine Interessen sind sehr eindeutig auf YouTube auf jeden Fall. Ja, nimmt sich auch hier wieder so einzelne geschichtliche Begebenheiten und stellt die so ein bisschen Comic-animiert in kleinen Animationen vor. Finde ich sehr, sehr schön, um mal so einen bestimmten Punkt mal in Kürze mal gut beleuchtet zu haben. Sehr zu empfehlen. Dann haben wir als nächstes den SNES Drunk. Ja, wurde schon ein paar Mal darauf angesprochen, natürlich eine große, große Inspiration meiner Was-taugt-Test-Videos, weil genau das macht er nämlich im Prinzip natürlich in seiner Art auf Englisch, dass er sich natürlich vor allen Dingen Super Nintendo-Spiele nimmt und die halt dann so kurz in 4-5 Minuten halt mal ja, testet oder vorstellt auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Inspiration für meinen Kanal und auch für mich bei YouTube anzufangen. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Und als nächstes der SNES Maniac, auch wie ich sehe, 500 sind nicht mehr weit, mein Guter auf jeden Fall. Macht natürlich, wie der Name sagt, auch hauptsächlich Super Nintendo Testvideos. Ähnlich wie ich, natürlich wie ihr seht, von der Minutenzahl her etwas aufwendiger. Ich versuche immer so nur die ganz groben Basics anzusprechen, dass man so einen groben Eindruck von dem Spiel bekommt. Und da findet ihr genau dasselbe und kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Dann kommen wir zu Stay Forever Podcast. Einer meiner Lieblingspodcasts. Ich höre die nicht auf YouTube, aber ich wollte die auf YouTube unterstützen. Die haben ja die Seite stayforever.de, wo sie halt in unregelmäßigen Abständen, oder sind sie regelmäßig? Also mir kommt zumindest unregelmäßig vor irgendwie. Stellen die halt alte Spiele im Podcast vor. Und die sind wirklich sehr, sehr schön. Ich mag die beiden, den Gunnar und den Christian. Sehr, sehr sympathische. Die kenne ich noch damals aus dem Computerspiel-Magazin von damals. Sehr, sehr schön. Kann ich euch nur empfehlen. Aber wenn ihr Podcast-Empfehlungen braucht, das lohnt sich da auf jeden Fall. Dann The Collectors Couple. Ja, wir haben uns auch in Wissen zum ersten Mal getroffen. Zwei sehr sympathische, auch ihr werdet wahrscheinlich die meisten kennen, machen natürlich Flohmarkt-Videos, Pickups, wobei Flohmarkt-Videos in der Hinsicht, wir filmen das jetzt live natürlich nicht. Viele Pickups-Videos haben eine beeindruckende Sammlung und zwei einfach super sympathische Menschen. Grüße an euch an dieser Stelle auch auf jeden Fall. Dann haben wir The Great War. Ja, und zwar ist das ein super Kanal, auch da ist dieser Indie Nidell beteiligt. Und zwar haben sie nämlich den Ersten Weltkrieg genommen und den quasi live begleitet. Das heißt, immer quasi wöchentlich oder haben auch mal ein paar Sonderfolgen gehabt, wie zum Beispiel ne, die Waffen, diese Gewehre gab es damals im Ersten Weltkrieg und so weiter. Quasi live besprochen, hey, das ist vor genau 100 Jahren passiert, so ist der Krieg verlaufen und so weiter. Sehr, sehr ambitioniertes Projekt, aber auch sehr, sehr schön auf jeden Fall. Dann haben wir noch den Tomaniac. Ja, auch an dich viele Grüße an dieser Stelle. Auch ein sehr sympathischer Typ. Nur 759 Abonnenten. Da gehört auf jeden Fall was mehr. Hat eher so den Fokus auf Amiga und C64 auf jeden Fall. Macht viele Anspiel-Sessions. Panda. Im Englischen solltest du dieses Mal echt noch üben um die Uhrzeit auf jeden Fall. Sehr sympathischer Typ auf jeden Fall. Solltet ihr mal vorbeischauen, hat wie gesagt den Fokus eher so auf C64 Amiga auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Dann haben wir Top Hat Gaming Man. Den habe ich erst letztens entdeckt. Und zwar stellt er nämlich, wie man hier sieht, so unübliche Konsolen vor und so weiter. Und das finde ich halt so herrlich, dieses Entdecken, was man so damals alles verpasst hat. Und das ist einfach fantastisch. Ich habe jetzt noch nicht so viel davon geguckt. Ich habe den jetzt erstmal nur in die Abo-Liste gepackt. Aber kann man wahrscheinlich einiges entdecken auf jeden Fall. Als nächstes haben wir Up is Not Jump. Ja, das ist ein super verrückter Engländer, der interessante Videos macht, vor allen Dingen zu VR. Dadurch bin ich zu ihm gekommen, also Skyrim und so weiter, wie man hier sieht. Und der macht das halt sehr, sehr aufwendig, so ein Video dazu und sehr bekloppt und so weiter. Ist schlecht zu beschreiben, schaltet einfach da mal rein, es ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Dann haben wir den guten Victor Scrooge. Hey. 111 Abonnenten hast du nur.
finde ich sehr schade. Und zwar bin ich durch ihn über Twitter gekommen. Wir waren so ein bisschen im Austausch und ist auch einfach ein super, super sympathischer Typ, macht viele Let's Plays und so weiter, wie ihr seht. Hat allerdings schon sehr lange nichts mehr gemacht, weil er gesundheitlich immer mal wieder Probleme hat, der Arme. An dieser Stelle alles Gute für dich, falls du das sehen solltest. Würde ich euch aber wirklich trotzdem empfehlen. Dann haben wir den guten Video-Gems mit der besten Stimme, was YouTube zu bieten hat, würde ich sagen. Soweit ich weiß, bist du ja auch ein professioneller Synchronsprecher und das merkt man auf jeden Fall auch. Hat er den Fokus so auf spätere Spiele, so PlayStation 1, PlayStation 2, Dreamcast und so weiter. Auch sehr, sehr interessant auf jeden Fall und sehr sympathischer Typ, kann ich euch nur vorstellen. Macht halt viele Let's Plays und zeigt im Prinzip Spiele, stellt Spiele vor auf jeden Fall. Dann haben wir Valulis. Ja, finde ich auch ein sehr, sehr schönes Angebot von Funk. Gucke ich immer ganz gerne. Die nehmen sich immer so einmal in der Woche oder zweimal in der Woche mittlerweile ein Thema, was gerade aktuell ist, und sprechen das so ein bisschen an und durch. Sehr, sehr unterhaltsam gemacht und auf jeden Fall nicht verkehrt, würde ich sagen. Dann haben wir als vorletztes World War II. Ich halte Kurs Geschichte, Englisch, dasselbe wie mit dem Ersten Weltkrieg, nur mit dem Zweiten Weltkrieg, nur natürlich mit den 100 Jahre Abstand, das passt nicht so ganz. Aber dass sie quasi live den Zweiten Weltkrieg verfolgen, sehr, sehr interessant, geht sehr interessant in die Tiefe. Und als letzten Kanal der Zitronenarzt, ja, über den bin ich gekommen, als ich mit meinem Oculus-Headset hatte. Bin ich irgendwie auf den gestoßen, wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, macht sehr, sehr viel schöne VR-Videos. Auch ein sehr, sehr sympathischer Typ und viele Grüße an die Schweiz auf jeden Fall. Ihr merkt, ich werde das leider etwas knapper mit den Beschreibungen, weil ich einfach, boah, ich weiß gar nicht, wie anstrengend das ist, so lange zu labern. Aber wir sind durch. Ich hoffe, es waren auch ein paar Kanäle von euch, wo ihr so euch ein bisschen inspiriert habt lassen. Und lasst den Leuten dann einfach mal ein Abo da. Und dafür ist YouTube ja auch da. Ein Abo kostet nichts und bietet den Creator meistens auch sehr, sehr viel Motivation. An dieser Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, egal was ihr noch vorhabt oder wann auch immer ihr das guckt, weil das ist das Gute an YouTube, es ist aus der Dose quasi. Ihr seid alle fantastisch, ich hab euch alle lieb. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.